Aber wir können. Nicht down, aber wir können nicht die Wache vernachlässigen. Der Feind scheint immer noch das Schicksal in der Vergangenheit zu ändern. Vielleicht das Verändern des Schicksals wird die Tragödie. Der Fall des Silbermillenniums. Vielleicht könnte es aufgehalten werden. Wäre es nicht schön für uns, die Zeit zurückzubekommen, die von uns genommen wurde? Das Leben. Unsere Leben auf dem Mond auszuleben, so als wäre nie etwas passiert? Wage es ja nicht, nur ein weiteres Wort zu sagen. Die Feinde verändern das verändern das Schicksal der Welt zu ihren eigenen egoistischen Zwecken. Willst du etwa sagen, dass du in so einer Welt wie dieser leben willst? Hast du unser jetziges Leben so sehr? Entschuldigung. Ich hätte das nicht sagen sollen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Trotzdem hast du es auf den Punkt gebracht. Das Schicksal sollte nicht verändert werden. Wir müssen uns den Konsequenzen unserer Aktion bewusst sein. Es wäre falsch von uns, das Schicksal zu jedes Mal zu verändern, wenn wir es wollen. Es wäre fatal. Weil es da nicht unser eigener Erfolg wäre. Deswegen sollten wir alles daran setzen. Beides, unsere Siege und unsere Fehlschläge, werden zu unserer Erinnerung. Ich glaube nicht, dass wir die Geschichte ändern können, unsere Schwächen zu verschleiern. Ja, das stimmt. Ich meine. Wenn du das Schicksal verändern würdest, könntest du mit jemandem zusammenkommen, den du magst. Es wäre nicht die wahre Liebe, Ray. In jedem Fall verändert der Feind das Schicksal, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Das ist nicht hinnehmbar. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wie auch immer, die Tür von Zeit und Raum ist unter deren Kontrolle gefallen. Und es verbleibt unerreichbar und instabil. Usagi, hat dir Mamoru etwas gesagt? Ja, er sagte etwas über das Mare Serenitatis hier auf der Erde. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Warte eine Sekunde. Ich versuche es zu errechnen. Piep, piep, piep. Nicht gut. Datei nicht gefunden. Da ist einfach nicht genug Information über den Mond. Ich denke, ich könnte etwas im Buchladen finden. Ich werde sofort zurückkommen, sobald ich etwas finde. Ach, sie ist wieder allein.
Na komm, speichern wir. Yes, Diary Entry. Save. Und Nummer 100. Ich frag mich, ob er irgendwann von vorne anfängt zu zählen. Ich würde vermuten, 256. Oder? Sekunde, das muss ich mal kurz. Das kann ich nicht anders. Das ist jetzt quasi Berufskampf. Ja, ich habe gerade Scheiße gezählt. So, Buchladen hier. Ruja Buchladen hier. Hä? Wir wurden überfahren! Achso. Ruja Buchladen. Möchte was bucken. Ach stimmt, wir waren ja im Tempel, ne? Ich habe mich gefragt, warum gehe ich hier gerade, warum kann ich hier runtergehen, wenn ich doch eigentlich nach rechts gegangen bin die ganze Zeit, ohne nach hoch zu gehen? Aber da sind wir ja hingegangen, als ich zu Mamoru wollten. Hi! Nun, hallo! Hi! Hello there! Junge Lady, kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche nach Büchern über den Mond. Nun, ich glaube, da haben wir etwas im Lager. Folge mir. Das ist kein 1,50 Meter Abstand, ne? Über den Mond. Eine kulinarische Reise. Träumen Mondkaninchen von Taschenrechnern. Das wird uns alles weiterbringen. Hm? Ah, was haben wir hier? Die letzte Ausgabe von Nakayoshi. Oh, hier sehen wir. Hier sind wir. Das Das sollte genau das sein, was du brauchst, junges Mädchen. Ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Dieses Buch kostet. Ja. 1 Million Yen. Was? Was zur Hölle? Aber Miss, du bist so ein liebreizendes junges Mädchen. Also mache ich dir ein Angebot. Nur 300 Yen. Ja. Du hast das Mondbuch. Mondbuch hier bei. Aber warum sollte ein Mädchen wie du ein Buch wie dieses haben wollen? Ah. Versuchst du einen Astronaut zu werden? Oder vielleicht bist du irgendeine Art von Mondprinzessin? Ach, vergiss es. No skin of my nose. Wahrscheinlich irgend so eine Redewendung. Bitte beehren Sie uns wieder. Ja, Nietzsche. Machen wir jetzt das Ding. Cool. Dann, wow, das war jetzt echt, puh.
Das hat sich jetzt gelohnt. Oh, hier fährt die Tür. Ne? So, Mädels, ich hab's. Amy, ich habe das Buch über den Mond gefunden. Lass mich bitte sehen. Ich glaube, ich kann ausrechnen, etwas über das Mare Serenitatis ausrechnen, mit Hilfe des Buches. Piep, piep, piep. Gefunden! Es ist in Harumi, Tokio. Warum Harumi? Das ist wegen der letzten. It's because of the Mooncastle Pass Location. Das ist wegen des vergangenen Ortes des Mondschlosses. Das Schloss war im Mare Serenitatis. Mare Serenitatis heißt bedeutet auch See von Serenity. Und die Buchstaben in Harumi können genauso als klar und See gelesen werden. Wenn wir dort sind, ist es uns möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Gehen wir und überprüfen das. Es ist wie eine Geisterstadt. Es ist heute auch keine Show. Harumi hat normalerweise immer eine Sailor Moon Show. Ich glaube, die Schausteller sind heute nicht da. Ah, wie schade. Nun, wir sollten uns hier umschauen. Oder zumindest. Es gibt keine Zeit zum Relaxen. Ja, schön. Beeilen wir uns und finden das Mare Serenitatis auf der Erde für Mamoru. Hä? Hat das jemand von euch auch gehört? Was war das? Ist das...